Der Thüringer grillt sowieso wild, bis jetzt noch selten, aber ein ganz hochwertiges Lebensmittel, das sich hervorragend zubereiten lässt, gerade in Thüringen, von Thüringern auf dem Rost. Und das wollen wir hier anbieten in einer Art Gesamtkunstwerk. Wir würden ganz gerne in diesem Innenhof, in diesem geschlossenen Innenhof und in dem Lapidarium hier von einem Künstler, von Klaus Süß aus Chemnitz, Holzplastiken, bunte Holzplastiken zeigen, die einfach in ihrer deftigen Art zu diesem Ort einmal passen und zum Thema Wildgrillen passen. Man muss hier natürlich herkommen. Das ist ein Erlebnis, das, glaube ich, gibt es sonst nur hier. Das Ambiente, dieser herrliche Innenhof und dann mit Leuten einfach in Kontakt kommen, ein bisschen was Wildes essen. Ich sage mal Bambis Mama. Oh, Bambis Mama. Wild halt. Und dann glücklich nach Hause gehen. Das wäre schon schön. Seit Wochen wird geplant, wie wild darf es werden, wer kommt auf den Grill und wo überhaupt. Geladen haben das Forsthaus Wilrode, der Erfurter Kaisersaal, die Bäckerei Thieme und Eberts Genusshandlung. Der erste Wildgrillsommer wird ein Fest für die ganze Familie und für alle Sinne. Die Augen, die Ohren, die Nase und für den Magen. Noch wird experimentiert, auch in der Brötchenbackstube. Dann haben wir noch was Spezielles. Das nennen wir Wilden Willi. Was verbirgt sich dahinter? Ja, das ist mit Giersch als Zutat und das muss man einfach mal gegessen haben. Dazu treten von 15 bis 22 Uhr Musiker auf, der Eintritt ist frei. Es gibt eine Feuershow und eine Entspannungswiese mit sommerlicher Bowle. In diesem Jahr eine Erdbeer-Rumtopf-Bowle und eine Pfirsich-Curaçao-Bowle. Das wird bestimmt total lecker. Und dann gibt es ja auch noch Liegestühle. Man kann also schön die Füße hoch machen mit dem Glas Bowle in der Hand. Was will man mehr? Ich denke, ein verinnerlichtes Gesamtkunstwerk, ein paar nette Stunden und einen schönen Eindruck. Und hoffentlich auch etwas Spaß.